Okay. Gut. Soll ich nicht lieber da sitzen und du sitzt hier? Warum? Ja, weil ich sehe so aus, als wäre das mein Kanal. Mit dem Stuhl und du bist so an der Seite gedrängt. Ich finde, und da kannst du Aber ja ich auch kann hier. das am Computer. Genau. Hallo, ihr Lieben. Heute gibt es ein Unboxing eines Adventskalenders. Eigentlich bin ich ja kein Kanal für Adventskalender-Unboxing, aber meine Schwester, die heute zu Gast ist, zum ersten Mal, die hat einen ganz tollen Kalender sich gekauft, beziehungsweise im Internet hast du den bestellt, Ich ne? habe den im Internet bestellt. Ich wollte immer sowas haben, weil ich gucke immer gerne diese ja, Kanäle, wo die dann das auspacken. Ja. Und ich finde das ganz toll. Und ich wollte immer schon so einen haben. Ich habe das noch von früher, wo wir diese für Kinder mit diesen kleinen Täfelchen, Schokotäfelchen, und Ja. das hatte ich mal. Ne? Wir hatten das Ja. alle. Aber ich konnte nie warten, bis der nächste Türchen kam. Deswegen habe ich alle immer sofort aufgegessen. Und deswegen gefiel mir das, dass die das alles auf einmal aufmachen. Ich wollte das auch mal Ach machen. so, ja. Ja, das können wir ja jetzt tun. Ja. Denn du hast dir diesen Kalender bestellt Ja. und du hast ihn mitgebracht und wir werden den jetzt auspacken. Und zwar ist das ein Adventskalender von Höffner. Höffner, das ist anscheinend eine Website oder ein Online-Shop, wo man Deko-Zeugs bestellen kann, Teppiche, Textilien, Haushaltssachen Haushaltssachen auch. und so weiter. Und magst du den mal eben holen? Ja. Das ist nämlich ein richtiger Oschi. Ja, ich war auch überrascht, wie groß der Der ist. ist riesig. Guck mal, der passt schon gar nicht mehr im Bildschirm rein. Soll ich den festhalten? Oder? Warte mal, und der ist super schwer. Meine Güte. So, das ist da. Und die Türchen befinden sich auf allen Seiten, oder? Ja, ich glaube schon. Also hier auf der Seite. Boah, ich kann ihn nicht mehr halten. Soll ich den? Halt den mal mit fest, Ja. bitte. Genau. Also die Türen befinden sich hier und dann Ja, auf an der der auf. Seite auch. Nee, ne? Nee, da Nur nicht. hinten. Aber Genau. hier. Hinten auch nochmal. Genau. Ja, ich stell den mal eben so runter. Ja, Gott. So, und der Kalender, der kostet 99 Euro. Er ist streng limitiert und schnell vergriffen, steht hier auf der Online-Seite. Exklusive Produkte im Wert von 250 Euro. Und es sind 24 Türchen mit hochwertigen Überraschungen. Alle weiteren Infos bzw. die Online-Seite, den Link zur Online-Seite, werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Gut, sollen wir dann mal loslegen? Möchtest du den jetzt Ja, auspacken? endlich! Ich glaube, möchtest du die Kiste hier lassen und weg in den Müll schmeißen Ja, damit? klar, das ist kein, wie heißt das? Den kann man nicht wieder verwenden. Nee, kann man nicht. Vielleicht bräuchtest du ein Behältnis, wo du dann die Sachen, die du da Ja, rausholst. das ist eine gute Idee. Ich muss jetzt mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, du kannst das erste Türchen öffnen. Ja. Aber sollen wir den. Ah, das kann ich hier nicht wegtun, das ist Sonst, fest. boah, ich überlege gerade, warte mal. Auf dem Schoß? Oder hier So, so auf meinem ja, Stuhl? genau so. So ginge das, ne? Wir starten mal mit Türchen Nummer 1. Guck mal, da Eins. hast du auch schon das erste Türchen. Man packt das mal aus. Oh. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Hohoho, Superstreusel. Zuckerstreusel-Mix mit zarten Darf Schokokugeln. ich mal? Für Kuchen und Plätzchen. Ah, super, super Aber Streusel. süß. Ja, das ist zur Dekoration, ne? Für Ja, Plätzchen. Ja gut, für passt ja. Ja. Weihnachtsplätzchen. Dann machen wir Türchen Nummer 2 auf und das befindet sich hier. Siehst du Oh. das schon? Ja, kannst du Soll ich auch aufmachen? machen? Ja, mach mal. Okay, und Oh wieder mein Gott, runter. was ist da drin? Oh, das riecht aber gut. Riech mal. Warte mal. Oh, Seife? Tee? Tee? So fruchtig? Ja, halt mal einen fest. Ja, ich halt. Was Warte. ist das? Ein Beutelchen und da ist irgendetwas drin. Darf ich auch machen? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist der Duft, der mir direkt aus dem Karton Ja. raussprang. Aber ich weiß jetzt gar nicht. Es erinnert mich an Tee.
oder? Ein Tee. Es riecht tatsächlich nach Früchtetee. Und wenn wir das hier rausholen, dann haben wir hier kein Backförmchen. Das sind Backförmchen, auch wie süß. Süß, aber Silikon. Wieso riechen die nach Tee? Ich weiß nicht, ob der Beutel eingesprüht ist. Ich glaube, nach Tee oder ja, Wein. Die haben, ja, haben sie. Ja, müsste. Ja, guck an. Dann haben wir Nummer, Türchen. Oh, bitte nicht auf der anderen. Nein, ist doch. Hier gut. Nee, ist hier gut. Da, hier ich dachte, schon, warte mal, wo ist das? Links, ja, rechts, genau. Oh, das sieht aber nett aus. Was ist das? Sieht das aus. Ich krieg das nicht raus. Warte. Oh, und jetzt runter. Runter. Oh. Okay. Was ist das? Balsam. Ach, eine Kerze. Zeig mal in die Kamera. In der Mitte, wo das Quadrat ist. Dann kann das nämlich fokussieren. Und dann kann man hinten nämlich sehen, was das genau ist. Nee, steht alles in anderer Sprache. Moment, auf Deutsch. Hier, Deutsch. Warnung. Das Warnung. Also, das ist keine... Ja gut, das ist anscheinend eine Duftkerze. Mit einem Nussknacker drauf, wie süß. Mit einem schönen Anhänger hier. Soll ich mal aufmachen? Möchtest du? Ja, ich will mal riechen. Vielleicht riecht die ja ganz gut. Oh, die riecht gut. Oh, schön. Oh, schön. Die riecht, wonach riecht die denn? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber kann man riechen. Also es riecht gut. Ist okay. Aber nicht so typisch weihnachtlich, finde ich. Genau, Glas. Ich kann es gar nicht definieren, was das für ein Duft ist. Früchte sind das, oder? Ich weiß es nicht. Steht auch gar nicht drauf. Nee. So. Dann geht's weiter mit Türchen Nummer 4. Oh nein. Bitte nicht auf der anderen Seite. Ist auf der anderen Seite, glaube ich. Oh, auf der anderen Seite, okay. Einmal drehen. Einmal drehen. Ach, da unten, Leute. Einmal hochheben. Hochheben, hier. Ah, da. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, machen wir runter. Das sind, ich glaube, das sind Umschläge. Das sind Briefumschläge und dann die passenden Weihnachtskarten wahrscheinlich. Hau mal raus. Ja, also verschiedene Motive. 1, 2, 3 Stück sind das. Zeig mal. Genau. So. Ja, ich finde, die sehen sehr geschmackvoll aus. Und die sind innen nicht beschriftet, nee. Nur von außen, ne? Türchen Nummer 5. Da. Und einmal hoch. Und geht das? Das ist echt ein komischer. Okay, Türchen Nummer 5. Wo? Ach da. Nee. Ach so rum. Okay. Oh mein Gott. Das sieht ja hübsch aus. Das ist bestimmt eine Seife, oder? Bestimmt. Be Merry Honey Almond Scented Soap. Seife. Sei mal in die Kamera. Voll süß verpackt. Ja, sieht hübsch aus, ne? Ja, was steht denn da? So. Honey Almond, Honig und Mandeln. Das ist wohl Seife. Oh, das riecht aber echt gut. Riecht echt gut. Cool. Aber Mandeln und Honig rieche ich da nicht raus. Nee, riecht nur Seife. Riecht einfach Seife. Ja. So, dann haben wir hier Nummer 6. Ja. Das ist ein Duftparfüm oder was? Nee. Eine Geschenkekarte für 10 Euro. Eine Geschenkekarte für 10 Euro. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Hier, das ist ein langes. Was denn? Oh Gott, ich dachte gar nicht. Oh doch. Papierornament, Tannenbaum, hängend, faltbar, Größe 20 cm, Material Papier, Satinband, Farbe Grün-Gold. Also irgendwas zum Basteln wahrscheinlich. Ne? Halt mal die Kamera. Achso, ja. Bitte. Genau, das ist wahrscheinlich irgendwas zum Basteln, ne?
Papierversiering, ne, was steht da? Das ist bestimmt zum Auffächern, damit das so... Ah, also auf, so wie so ein Fächer, nicht Fächer. Diese gibt es auch als Sterne, so diese Papiersterne. Ja. Ach, das ist auch... Ach doch. Oh, das sieht aber schön aus. Oh mein Gott, ist das schön. Ja, sehr schön. Das kann man... So als Deko. Ja. Okay. Und ist auch sehr stabil. Ja. Ja. Ich dachte, das wäre aus Holz gerade, aber... Oh, das bleibt so. Ach, das bleibt so? Das bleibt so. Kannst du das nicht zurückziehen? Zurückfalten? Ich glaube, nicht. Oh nein. Doch. Ja, doch jetzt. Ach, das sind Magneten. Ich dachte, das klebt. Guck mal, da in die Kamera. Ah, gut. Hier sind echte Magnete eingearbeitet. Und dann kann man die so zuklappen, ohne... Irgendwie Kleber oder ohne einzuhaken. Also zum Wiederverwenden. Ja, das sowieso, Deko. Ja gut, aber wär's jetzt diese mit Kleber oder so? Ja, ja, stimmt. Da kann man dann schön ordentlich wieder in die Weihnachtskiste einpacken. Genau. Und in den Keller stellen. Was ist das? Ja, ich hör schon. Oh, das ist schön. Das ist doch schön. Das ist nämlich ein Kerzenausmacher. Ein Kerzenausmacher? Ja, das ist doch so ein Ding. Aber womit man die Kerzen... Kerzenlöscher? Ja, erstickt dann die Flamme. Kerzenausmacher? Ja, ist alles Handarbeit. Kerzenlöscher. Ach, ich war gut. Oder Kerzenausmacher. Genau. Ja, wie Handarbeit ist das? Ja, ist Handarbeit, steht da. Ja, die Artikel sind schon hochwertig, also das merkt man schon. Ja, ja, das finde ich auch, aber Handarbeit, krass, ey, hätte ich nicht gedacht. Ich wollte immer sowas haben. Ja, aber also, jetzt hast du es. Dann machst du das ja. Gib mir mal mit Spucke. Und mit Daumen und Zeigefinger, ja, so, ne? Dann, danke. Na ja. Ja, sehr schön. Mal sehen. Ach, Rentier, guck mal. So. Ja, das ist, ich weiß, was das ist. Das ist diese Servietten. Serviettenhalter. Ja, genau. Oh, wie süß. Echt schick. Ist aus. Ja, wenn man so Stoffservietten hat. Ja, genau. Ist Filz, ne? Das ist. Ja? Das ist Filz, ne? Nee, das ist, so Schaumstoff? Nee, Filz ist das. Ist das Filz oder Moosgummi? Beides? Gemixt? Keine Ahnung. Ja, doch, süß. Das passt alles zusammen, auch farblich. Mhm. Grün, Rot, Gold. Ja, ist typisch, sind typisch weihnachtliche Farben. Oh. Okay, keinen Spaß, ne? So. Nee, mit dem großen Kalender. Ist das nicht so spaßig? Da. Hier. Oh, was ist das? Ich weiß nicht, aber es sieht schon schick aus. Mit der Schleife. Ich hab's. Was kann das sein? Ich glaube, das ist eine Schürze, oder? Oh mein Gott, ich brauche eine Schürze. Ich wollte mir eine kaufen. Die waren mir immer. Oh, das ist eine Schürze. Oh Gott sei Dank. Willst du die aufmachen, oder? Ja, ich hätte. Also ich habe mir auch eine gewünscht. Mhm. Oh nein, hoffentlich passt die mir auch. Ja, die ist... Ja, ich glaube schon. Warum nicht? Oh, ich weiß nicht. Oh, die ist so schön. Guck doch mal. Oh, mit einem schönen Känguru-Dingsbums. Darf ich einmal anprobieren? Ja, du darfst das anprobieren. Ich möchte mir die Blamage jetzt sparen. Oh, warte mal. Ach so, das ist dann hier mit diesen... Für den Nacken, ne? Ja, aber das ist dieser... So. Also, echt alles hochwertig, muss man schon sagen. Ne? Oh mein Gott, kein Fehlkauf. So, und dann haben wir hier. Warte mal. Hinten kann man das schön binden. Ja, ich hoffe. Ja, ich denke, ich kann ihn. Das Band ist sehr lang. Ja, ich denke, ich kann. Und dann haben wir hier machen. Noch. Haben wir hier eine Tasche? Ja, dann haben wir hier noch eine Tasche. Ah, das ist schön. die ist schön, die gefällt mir. Sehr schön. Ja, dann kann ich schön Plätzchen damit machen.
Sehr schön. Oh, endlich eine Schürze. Und dann dieser Stoff, nicht diese Plastikdings, sondern... Ja, ja, das ist richtig schön. Ah. Also schön. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Oh, das sieht schon mal ganz schön aus. Ach, wie süß. Meine Finger sind zu dick. Ich helfe dir. Ja, mach mal. Da kann man nämlich auch okay. aufmachen, ne? Und dann kann man auch viel besser reingreifen. Hier. Halt mal in die Kamera. Warte mal. Oh mein Gott, ist das schön. Die sind ja süß. Niedlich mit Weihnachtsmuster. Oh mein Gott. Oh. Guck mal das Design. Zeig mal das Design. Mach du mal, ich komme da schlecht dran. Niedlich. Oh. Von Peil und Putzler. Peil und Putzler. Und dazu noch die passenden Untertassen, ne? Ja, Moment. Oh mein Gott, ich freue mich so. Sehr schön. Guckt euch mal das süße Design an. Das ist doch so hübsch. Für was benutzt man so? Vielleicht für Tee? Die sind winzig, ne? Einen kleinen Espresso oder irgendwie sowas. Aber niedlich. Ich bin noch dran. Ja, ne? Ja, ist egal. Kannst, ja. Ah, guck mal, Servietten. Servietten. Und was? Dackel! Das sind Dackel. Mit Rentierhörnern und genau. Pulli. Weihnachtlich gestylt. Sehr schön. Ich backe Tannenbaumküchlein. Mit schönen Streuseln, habe meine Schürze an und serviere Tee in meinen kleinen Tassen und habe natürlich den Tisch mit meinen schönen Serviettenhaltern gedeckt. Die schönen Servietten sind drin. Ah ja, alles dabei. Mein Gott. Vorher habe ich mir mit der Seife die Hände natürlich gewaschen. Ja, natürlich, klar. So, 13. Dreh mal um. Schon am Schwitzen. Ja. Ich schlage vor, wir werden den Kalender jetzt abstellen und nicht mehr nach oben halten, weil der ist sowas von schwer. Ja, bitte. So. Und wir packen okay. Dann die Sachen so aus. Also, 13. 13, genau. Ist aber groß, oder? Da an der Seite. Oh, das ist aber ein großes. Ah, oh, in einem Karton. Ja. Da ist nichts drauf. Und? Was ist da? Riecht auch wieder nach diesem Tee. Warte. Hä? Oh mein Gott. Hier, mach mal. Das ist ja niedlich. Also das ist, diese Tässchen sind wirklich für Tee. Oh, aber Teepulver, ne? Oder Tee, Das hier? Ah! Hä? Was meintest du denn? Die Tassen sind tatsächlich Teetassen, die wir gerade hatten. Ja. Nee, das sind Espresso-Tassen. Nee. Doch, steht da. Ja? Ja. Was steht denn da? Aber die kann man als Teetassen benutzen. So. Ach so, ich hätte das jetzt miteinander verbunden. Ja, genau. Das machen wir jetzt auch. Und das hier, das ist auch eine Teetasse. Aber mit integriertem Tee, wie nennt man das? Da Tee, tust du halt, Ei, nee, das ist ja kein Ei. Sowas. Warte mal, Sieb. Teesieb. Teesieb. Ja, genau, und dann tut man halt hier oben dieses Teepulver rein oder Tee. Oder Tee. Getrockneten Tee. Getrockneten Tee, genau. Also Tee halt. Aber nicht im Beutel. Nee, nicht im Beutel. Das genau. Brauchst du ja nicht mehr. Sehr schön. Oh, und auch sehr hochwertig, muss ich sagen. Kommst du dran? Ja. Ich will nicht mehr drehen. Ich auch nicht. Mehr. Ein Doppeltürchen ist das. Oh, da kommt aber schönes was Großes. Aus. Ist das Tee? Ja. Das Tee. Ist Tee. Und zwar Magic Biscuit. Das ist mit Apfelstücke, Brombeere, Hibiskus. Also alles an Früchten. Ja, findet man hier drin. Wie man vielleicht sehen kann.
Die haben roten Faden durchgezogen, ja, ne? Finde ich sehr, sehr schön. Ach, von Ankerkraut ist das. Was? Kennst du nicht? Ankerkraut? Nein. Die haben auch Gewürze und so. Mhm. Ja, die sind, also die Zuschauer wissen, was Ankerkraut ist. Okay, ich bin mal wieder die Grobe. Dann müsst ihr googeln. genau, und das ist auch eine schöne Optik, finde ich, ne? Auch ja. So als Deko. Ja. Hä? Was? Ist nichts drin? Hä? Nochmal? Was? Oder ist das was anderes? Was ist das denn? Ach, im gleichen Style wie die Schürze? Das sieht aus wie so ein Geschirr. Geschirrtücher. Tuch. Ja, in der gleichen. Geschirrtücher. Ja, witzig. Ja, nachdem du den Tee getrunken hast, die Plätzchen gegessen hast, dann muss natürlich auch Geschirr gespült werden. Ja, klar. Passt. 15. So, 16. Ich bin auch hier. Oh, lecker. Schokofondue. Was? Schokofondue? Schokofondue steht da drauf. Was kann man das nicht? Vollmilch. Ich glaube, das sind diese kleinen ja, Stückchen Schokolade und die musst du dann. Kann man schmelzen, ne? Schmelzen, genau. Die sind, die sind immer so klein, damit man die schneller schmelzt. Ja, sehr schön. Ja. Von Seidel. Confiserie Seidel. Oh. Oh. Was denn? Oh, das ist auch gut. Warte mal, das ist groß. Und? Man kriegt es schlecht aus. Oh, das ist ja cool. Was ist denn das? Das ist ein Lunchpot. Okay. Ein Lunchpot. Und zwar kann man den dein Essen da reintun und es hält das Essen dann halt warm, ne? Oder eben kalt, je nachdem. Meine Seite, eine 17. 18 müsste hier sein. Da. Oh, das ist. Ja. Boah, man sieht. Ach, da. Okay, sieht man kaum. Oh, ein Sekt! Sieht so schön aus! Ein Sekt! Was? Das ist. Das ist ein Schauergel in so einer Sektflasche. Alles noch heile. Ja, das ist ein Badeschaum. In, mit Vanille Sugar. Vanillezucker. Mmh, 120 Milliliter. Sehr schön. Oh. Sind da auch Goldpartikel drin oder ist das nur die Flasche? Ha? Die Flasche, ne? Mit diesen nur Glitzer. Die Flasche. Ja, genau. Nur die Flasche. Süß. Sehr schön. Das ist ein Korken. Ein Flaschen. Weinkorken? Ja. Der ist auch süß. Der sieht sehr edel aus. Sehr edel? Ja, das kann man wohl sagen. Das sieht sehr edel aus. Wirklich. 20 ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Oh, auch wieder was? Was ist das schon wieder? Ah, das ist eine Tischdecke. Oh, eine weihnachtliche Tischdecke. Also ein Läufer, oder? Läufer? Nee, ach, sind's. Sitzdeckchen, Platzdeckchen. Sitzdeckchen, Platzdeckchen, ja. Ja, ja, passt auch. Ja. Ja, einfach, ne? Aber schön vom Stoff her. Vom Stoff her, ich finde, das ist echt Qualität, was wir hier rausholen, ne? Total. So. Wir kommen dem Weihnachts-Heiligabend immer näher. Oh. Ich muss beide aufmachen. Pigmente. Ach, Glitterstaub, Cake Stuff. Also das kann man auf die Plätzchen oder den Kuchen drüber streuen. Oh, wie schön. Ja, freu dich auf meine Plätzchen. Ja. Du machst immer so tolle Plätzchen. Ah, das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich kenne das wohl aus der Sprühdose so. Ah, okay. In Silber und aber so als Pigmente. Ja. Von Mill und Morta. Sagt mir so gar nichts. Oben vielleicht auch aufmachen? Oder geht das? Ah, hast recht, ja.
Warte, oh, warte, mach mal das hier kaputt. Oh, Christbaumkugeln. Ah, Mini-Christbaumkugeln. Ja. Wie süß. Süß. Hast du, kann man, so ja, du hast doch so einen Mini-Weihnachtsbaum. Ja, so, ja, aber die würde ich eher am Tisch drapieren, so als Deko irgendwie. Ah, okay. Weil ja, das neben den anderen Kugeln von mir sind die ein bisschen verschwinden. Ja, hier steht auch Handarbeit. Oh. Gefertigt in Handarbeit. Also sind einige Produkte. Ist kein Plastik? Ha? Dann ist das kein Plastik. Oder? Weihnachtsschmuck, I don't know. Ja, da muss ich aufpassen. Bei mir gehen die immer kaputt. Das weiß ich nicht. Oh, ich guck nachher noch mal. Das ist immer so spannend, ne? Auch wieder was Tuchlastiges. Was ist das? Eine Weintasche. Oh mein Gott, eine Flaschentasche. Eine Flaschentasche, sorry. Frohe Weihnachten, ist egal. Verschenken oder so? Ja, niedlich. Wenn so man jemanden Wein mitbringen möchte. Oder? Genau, ist nicht so eine Plastik oder Papp, sondern richtig. Ja, richtiger Stoff. Ja, ist ja wie ein Geschenk dazu. Jetzt kommt 24. Ich darf das Türchen 24 öffnen. Oh mein Gott, ist es groß? Ist es groß? Es ist groß, es ist groß. Oh mein Gott. Oh, wie süß. Was ist es, was ist es? Es ist was Schönes, was Schönes. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist ein Fondue, Schokofondue. Oh, deswegen, also ich muss echt sagen, guck mal, hier. Deswegen hier die. Geht's dir noch gut? Ich habe mich vor Aufregung verschluckt. Oh, ich bin so begeistert. Das ist toll. Ja. Richtig toll. Hat sich gelohnt. Boah. Vor allem ich als Weihnachtsfreak. Okay. Geht's? Ja. Ab wann bist du. Ab wann hast du angefangen zu husten? Oh, das ist ein Schokofondue. Also, ein Schokofondue und... Also, ich bin wirklich begeistert. Hier sind die Schoko und Bits für dieses Fondue. Und ich finde das richtig klasse. Hier steht, was noch drin ist. Guck dir das an. Oh, da sind 10 Kunststoffspieße drin, 10 Gabeln, ein Spatel. Halt mal, ja, ich kann für mich das sehen. Hast du immer Angst, dass das runterfällt? Ja, und meine Deko zerstört. Nee, das ist aber ganz sicher. So, das ist also Bestron, das Bestron Sweet Dreams, so heißt die Firma. Und die hat dann inklusiert noch diese Teile hier. So, oh, ich bin so zufrieden. Ja, komm mehr. Da, und? Was meinst du zu dem Kalender? Also ich bin sehr zufrieden. Ich hatte Angst, dass ein bisschen irgendwie was Blödes rauskommt, was ich nicht gebrauchen kann. Aber das ist alles toll. Qualität ist toll und es ist so ein schöner roter Faden durch. Also es passt alles zusammen. Man kann alles gebrauchen. Ja. Top. Also ich würde auch den Kalender weiterempfehlen für den Preis. Gut, 99 Euro ist schon eigentlich eine Menge. Aber wenn ich mir so die anderen Kalender angucke, kosten eigentlich fast alle genauso viel, beziehungsweise Kosmetikkalender gibt es ja auch von 20 bis 100, 150 Euro und das ist jetzt ein Haushaltskalender und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, die Qualität ist echt super und die haben sich da ihre Gedanken gemacht. Auf jeden Fall. Also jetzt würde uns eure Meinung interessieren, wie fandet ihr den Kalender? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Das war unser Unboxing. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch ein Däumchen nach oben. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr Lust auf mehr habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.